So, jetzt sind wir hier bei einer sogenannten Wohnmobil-Manufaktur. Aha, okay, ja. So bezeichnet es, glaube ich, von der Firma KB. Nähere Hintergründe weiß ich nicht zur Firma KB. Ich weiß nur, die machen kleine, oder nicht in so großen Serien, feine Wohnmobile. Wir haben nach einem Wohnmobil gesucht zwischen 7,50 Meter und 8 Meter. Da haben sie kein voll integriertes mit Einzelbetten, wie wir es gerne bevorzugen. Mhm. Da haben sie keine, sie haben nur diesen hier in Teil, als Teil integrierten. Dann schauen wir uns einfach einmal den an, denn wir wollen ja eigentlich nur das Fahrzeug ein bisschen vorstellen, die Aufteilung und so weiter. Und jetzt geht's gleich los. So, hier haben wir den KB. Royal 780 LGB, wie gesagt, als Teilintegrierter, und er hat schon einen stolzen Preis von 169.000, so wie er jetzt hier ausgestattet ist. Die Ausstattungsliste ist sehr lang, aber wie vollständig, das können wir jetzt hier auf die Schnelle nicht sagen. Aber wir schauen jetzt einfach einmal rein, was das Auto zu bieten hat. So von außen macht es schon mal einen guten Eindruck. Was mir jetzt schon mal sehr gut gefällt, das sind die Griffe hier. Die sind sehr hochwertig und das sind auch die, die ich eigentlich bevorzugt eingesetzt haben möchte bei einem Wohnmobil. So, und die Ossi geht rein und ich laufe immer gerne der Ossi hinterher. Ja. Also hier fährt schon mal keine Stufe aus, das heißt, man hat es hier ein bisschen niedriger gehalten, was ja an sich kein großes Problem ist. Hat der dann einen Doppelboden überhaupt oder wie ist das? Der dann müsste schon einen Doppelboden haben. Ich denke, dass das ein bisschen tiefer gemacht wurde. So, hier haben wir die teilintegrierten Formen. Vorne blinkt es, weil ja der Strombalg zu Ende ist. Das ist das normale Mercedes-Cockpit. Frontantrieb mit Mercedes-Motor. Und da haben wir die Rundsitzecke. Ja. Der Tisch ist auf jeden Fall groß und den kann man bestimmt hin und her verschieben. Ja, aber, also, aber er ist auch nicht erweiterbar. Also wäre immer schön, wenn da ein Knick drinnen wäre und man könnte den Tisch hier dann noch mal ein bisschen auseinanderziehen. Aber er ist wenigstens etwas, also größer auf jeden Fall. Und den kann man bestimmt auch nicht nur auf zur Seite schieben. Also auf jeden Fall macht es hier einen großen Eindruck. Ja, also hat er auch einen Haufen Fächer. Aber wo ist der Fernseher? Ach, keine Ahnung. Man schreit immer als erstes nach dem Fernseher und dann braucht man den ganz selten. Wir stehen jetzt schon drei Tage auf unserem Stellplatz, haben uns extra so platziert, dass wir unsere Fernsehantenne ausfahren können und dann haben wir den Fernseher noch gar nicht benutzt. Nee, was ich jetzt schon mal sehe, hier ist der Schrank. Was ist das für ein Schrank? Kleiderschrank? Ja, kann man vielleicht als Garderobe oder so. Aber wo ist dann dafür der Kühlschrank? Da drauf, auf der anderen Seite. Ah, okay. Da unten haben wir noch was. Ja. Aber da ist kein Auszug. Aber kein Auszug, das ist also eine nutzlose Klappe. Ja. Im Eingangsbereich ist die Garderobe und ein Spiegel. Und dann hier haben wir einen Backofen eingebaut. Und die Ossi hat wieder Probleme. Zerlege ich bitte das Auto nicht wieder, ja? Nein, aber ich weiß gar nicht, wie man hier den Schrank aufkriegt. Aber das wird eine Zentralverriegelung wahrscheinlich. Es wird eine zentrale Verriegelung geben. Also hier sieht es aus, wie wenn das ja da ist ein Backofen. Der geht auf, juhu. Der geht auf, ja. Aber wo jetzt hier. Ach, hier ist ein Knopf. Hier ist was zum. Ah, ja. Die Ossi hat es geschafft und es ist alles unbeschädigt, gell, Ossi? Ja, bei uns ist das halt automatisch, da braucht man nichts extra verriegeln, was ich eigentlich praktischer finde. Aber die Schubladen sind. Die sind alle verriegelt und hier, schau mal, da kannst du hinschauen. Ah. Das ist hier eine Verriegelung und jetzt geht er auf. Aber da muss ich sagen, ist das System, wie es wir eingebaut haben, doch praktischer. Weil ja, man dann auf jeden Fall, da braucht man nicht immer dran denken. Ja, ja, und bei uns geht während der Fahrt gar nichts auf. Nein. Das geht seitlich auf und nicht hoch kann. Was ist jetzt da besser, Ossi? Bei uns geht die Klappe hoch. Bei uns geht die Klappe hoch, ja, so. Also. Fällt dir jetzt nicht sein, was da besser ist? Nee, das kann ich jetzt nicht mal sagen. Es ist auf jeden Fall anders. Ja. Auf jeden Fall ist der Küchenbereich schön großzügig breit. Das ist groß mit einer Dreiflamme und Spüle. Also dafür hat das Ganze aber auch keine Einzeldusche. Du meinst ein Raumbad? Es hat ein, ja, Raumbad hat es auch nicht.
Aber die Spüle ist auch sehr schön. Guck mal, mit einem separaten kleinen Abfluss. Also das gefällt dem, die Spüle gefällt mir. Auf jetzt. Den liegt die Ossi Wert. Ja. Ja, er ist, also die Küche ist relativ geräumig. Ja, aber und der Kühlschrank ist hier und das ist ein zweiseitiger Kühlschrank. Also ja, aber das ist, mit den Füßen machst du das nicht auf in der Nacht. Nein, wir auf jeden Fall nicht. Dometic ist das. Ja, ist klar. Dann kannst du dann auch als Kompressor haben. Ja, und das ist Und hast du nochmal zwei Schubladen? Die sind jetzt mit Auszug und ja, mit Einzelknöpfen, ja? Ja, was ich jetzt viel, viel praktischer finde. Ja. Und mit der Klappe. Da ist auch wieder eine Klappe, also wenn man da ganz hinten was hat, das also. Also für eine Manufaktur, wie sich Kabe gerne bezeichnet, ist eine Klappe eigentlich nicht das Hochwertigste. Unpraktisch, denn da muss ich ja immer auf den Boden legen, um was rauszuholen. Und für den Preis, ja, also. Ja, jetzt schauen wir mal, ins Bad rein. Ja, okay, das Bad ist groß. Nee. Tut mir leid, also für mich wäre es kein Bad, denn das ist ein Duschklo, ja. Wie es wir eigentlich nicht haben wollen. Nein. Und für den Preis, also wie hoch war der Preis? Müssen wir dann nochmal nachschauen. Na, wie mal, also über 160, glaube ich, oder 200. Ja. Tschüss. Nee, also. Und dann ist man hier eingezwängt, da ist auch noch der Radkasten, also oder andere Teile verbaut. Also. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Das ist jetzt also nicht zum Also Osi, ich kenne die Aufteilung eines Wohnmobils, das etwas kürzer ist und was eigentlich besser zu uns passt. Also da müsste ich jetzt erstmal gucken, wie das genau geht. Ja. Schau mal, das Waschbecken, da hast du das Klo im Weg. Ja, da muss man halt so dann immer stehen, ja. Nee, also. Von der Verarbeitung. Bevor ihr jetzt dann immer wieder alle schimpft, ich will da nirgends unbedingt dran rumreißen. Du musst hindrücken. Ja, genau. So. Ja, also. Reinpassen tut was, ja. Ja. Da bin ich übrigens. Ja. Da kommst du ja an den Spielkasten hin, dann kannst du irgendwas einstellen. Weißt du, nee, das ist ein Fach. Aha, okay. Da kann man was reintun. Ja, also und der Raumbad ist es auch nicht. Also, nein. Und wenn dann jemand in den Kühlschrank will, also, nee, Ossi, wir kennen ein Fahrzeug, was besser zu uns passt, oder? Aber auf jeden Fall. Ja, die so, dann haben wir hier das Bett. Ja. Da muss ich schon wieder reklamieren, dass die Fensterscheibe nicht hinten am Kopf ist. Weil, ja, das ist halt eine persönliche Einstellungssache von dir. Ja, weil wir stehen nämlich sehr gerne frei und wenn dann nachts ein Auto ranfährt, dann tue ich gerne meinen Kopf ein bisschen zur Seite und schaue, was da los ist. Und ansonsten muss ich immer nach vorne krabbeln. Deswegen legen wir Wert darauf, dass das Fenster hinten am Kopf ist. Gehst du mal einen Schritt zurück? Aber so macht es einen guten Eindruck. Also sind viele Ablagefächer, da bringt man einiges unter. Und hier haben wir einen Schrank, es sind keine Froli. Achso, das ist ein Latte-Rost. Ja, Latte-Rost. Nee, ich schaue jetzt nur halt gerade den Schrank. Also der hier hat Fächer, die sehr tief sind. Und jetzt habe ich. Kommt man da bis ganz hinter? Ja, man muss halt ziemlich reinstecken. Und nee, ja, die lassen sich nicht vorschieben. Aber einen Wäschesack kann man zum Beispiel dahinter hinlegen. Nein, das sind Regale, da kann ich keinen Wäschesack hinlegen. Okay. So gut, dann du halt mal reinfilmen. Okay. Schau halt mal rein und behaupte da nicht irgendwas. So, also. Ich finde, da kann man einen Wäschesack reinlegen. Nein, da kann man keinen reinlegen. Okay, oh, sie ist die Hausfrau. Es geht nicht. Die Hausfrau sagt, es geht nicht. Ach, hier ist eine kleine Kleiderstange. Geht das hier von oben auf? Nee, auch nicht. Also man kommt auch von oben nicht dran? Nein. Und jetzt schauen wir, die Ursi macht es bei uns immer so, sie setzt sich auf die Treppe und dann belädt sie den Kleiderschrank. Das geht hier nicht. Das geht hier nicht. Nee, weil... Ja. Und nee, andere ist halt Seite anders aufgebaut. Ja. Aber ist ja anders, Fahrzeug ist klar, da ist vieles anders. Ja. Aber es ist halt unser Fahrzeug, da haben wir uns dran gewöhnt und es ist halt genau, anders. Genau,
Aber ich finde das jetzt nicht ganz so praktisch, ja. Weil das so tief, die sind ja so tief, die gehen ja bis nach ganz hinten. Und wenn dahinter irgendwas liegt, dann. Also ich finde es ein bisschen unpraktisch. Ja, und dann kommt hinzu, dass das nur ein Landrost drin ist und kein Froli. Denn die Froli, die sind also schon sehr bewährt und auch sehr hochwertig, obwohl das ja nur Plastik ist. Man liegt bequem. Ja. Hinten die Ablagefächer mit Steckdosen, das ist eigentlich sehr schön. Ja. Ja, ja, hat auch USB. Also, das sieht ganz gut aus. Und eine Trenntür ist auch nicht da. Nee, da ist halt dann immer alles offen. Mhm. Ja, wenn man in der Dusche muss, man dann halt, macht man immer zu. Das ist klar. So, also, das ist der vordere Bereich. Und dann schauen wir da mal raus. Ach, ich habe den Fernseher gefunden. Die Ursi hat gerade den Fernseher gefunden, da gehen wir nochmal rein. Da gehört er rein. Also ich gehe davon aus, dass das Fernsehfach sein soll. Wahrscheinlich wird es dann, wenn Fernseher gewünscht ist, irgendwie umgebaut, oder? Ja, also ein bisschen merkwürdig sieht es aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich verstehe es jetzt nicht so ganz, aber... Zumal Fernseher schauen und nach oben gucken nicht die optimale Form ist. Vielleicht kann man den weiter runter. Also das sieht das man. Aber das wissen wir nicht. Ja, ja. Also es bleiben Fragen offen. Schau mal, ist eine Hupe dabei. Das geht da hinten runter an der Schiene. Da ist eine Schiene, aber das machen wir natürlich jetzt nicht. Wir wollen das Fahrzeug unbeschädigt lassen für die Besucher, die heute kommen. Ja. auch wenn wir gute Haftpflichtversicherung haben natürlich. Also der erste Eindruck ist, dass, wenn man reinkommt, ein großes Raumgefühl. Aber es ist nicht so unseres. Nein. Die Heckgarage ist auch nicht so groß, wie wir sie benötigen würden. Obwohl das Fahrzeug ja immerhin 8,06 Meter hat. Also das ist länger als unseres Ursi. Ja, die Garage ist zu abgeschlossen. Ja, das ist 50 cm länger als unseres. Und wie ist es vom Platzgefühl her? Also wenn man natürlich reinkommt, ist das wirklich schönes Platzgefühl. Aber die einzelne Sache... Also ich finde den Grundriss für uns nicht akzeptabel. Nein. Der kleine Schrank vorne und dann das Raumbad ist uns so etwas, was uns weniger entgegenkommt. Mhm. Also die Firma Kabi macht sicherlich schöne Fahrzeuge, aber der Grundriss ist für uns nicht gedacht. Aber wir sind ja nicht die Kunden von KB. Ja, genau. Wir wollten uns ja jetzt eigentlich einfach nur mal ein bisschen umschauen. Ja. Also hier haben wir die ganze Wohnmobilpalette, die Firma KB anbietet. Es sind viele Fahrzeuge auf Doppelachse dabei, was wir nicht haben möchten und uns langt eigentlich auch 8 Meter. Aber es sind nur 3 Vollintegrierte da. Und die haben alle Doppelachse. So, hier haben wir sie. Von außen natürlich schauen die sehr schön aus und sind sicherlich auch hochwertig verarbeitet. Und das ist ein Grundriss, der uns entgegenkäme. Allerdings, wenn ich mir anschaue, bei einer Länge von 8,80 Meter und einem Preis von 249.000 mit der Ausstattung, die noch nicht mit allzu vielen Extras versehen ist, dann ist es natürlich schon eine stolze Ansage.
Josi? Ich muss gestehen, ich habe nicht zugehört. War mal gerade mit Instagram beschäftigt. Sag einfach ja. Sag einfach ja. Gut. Halle 9 findet ihr Grabe auf dem Caravansalon. Schaut euch die Fahrzeuge selber an. Wir haben nur ein Fahrzeug gezeigt, was unseren Ansprüchen nicht gerecht wird. Mhm. Aber nicht jeder hat die gleichen Ansprüche. Grabe ist... Das ist eh auch immer alles Geschmackssache. Ja, und wie es jedem auch selber gefällt. Was uns nicht gefällt, gefällt vielleicht euch. Und andersrum ja ebenfalls. Ja. Deshalb gibt es ja so eine große Auswahl an Fahrzeugen. Auf jeden Fall ist die Firma Grabe sicherlich ein hochwertiger Wohnmobilhersteller. Mhm. Wir konnten das natürlich nicht testen. Wir gehen rein nach dem Grundriss, wie er uns liegt und wie er uns nicht liegt. Ja, das ist ja auch keine detaillierte Vorstellung, sondern nein, wir wollen einfach zeigen. Nur mal durchschauen. In diesem Sinne, das war's für dieses Fahrzeug. Ja.